Guten Morgen. Diese Woche ist Supersatz angesagt, und zwar Supersatz in der gegenüberliegenden Muskelgruppe und auch in der gleichen Muskelgruppe. Die gegenüberliegende Muskelgruppe nennt sich Supersatz antagonistisch und das andere sind normale Supersätze. Ich mache jetzt Supersätze, Kniebeuge, Hüftbreiterstand und danach Kniebeuge Sumo-Style. Und das Ganze im Supersatz. Zwischendurch mache ich 15 bis 30 Sekunden Pause. Thank you.
ihr sicherlich vorher bemerkt habt, war der Akku zu Ende. Mir ist es überhaupt nicht peinlich. Ich habe vergessen, den Akku aufzuladen. Das kann auch mal passieren. Nichtsdestotrotz weiß ich, was ich getan habe. Und zwar, ich habe Supersatztraining absolviert. Das habt ihr ja gesehen, war Supersatztraining. Im gleichen muskulären Bereich gibt es auch als Supersatz anabolisches Training. Ich werde in den nächsten Tagen, Wochen laufend die Trainingsmethoden wechseln. In der Regel wechsle ich nicht so häufig im Wochenrhythmus, sondern 3, 4, manchmal 5, 6 Wochen Rhythmus, je nachdem, nach Lust und Laune, sodass die Motivation oben bleibt bis zum Anschlag, sodass die Reizsättigung laufend bzw. die Reizsättigung nicht stattfindet, dass laufend neue Reize vorhanden sind, sodass der Körper keine Chance hat, sich frühzeitig anzupassen. Da ihr sehr neugierig seid, habe ich mir vorgenommen, ich mache das jetzt im wöchentlichen Rhythmus oder alle spätestens alle 2 Wochen, sodass ihr mal mitbekommt, was kann ich tun in der Definitionsphase, welche Trainingsmethoden machen Sinn, wie schaut es aus in der Bewegungsausführung, alles in einem Paket. Dass wir alle Trainingsmethoden ohne Umkehrschwung arbeiten, das heißt nicht hier bam bam, sondern bam, kurz anhalten, frisch einleiten, dass wir den Zielmuskel unter Fokus haben und nicht einfach nur ein Gewicht von A nach B bewegen, dass wir die Atmung kontrollieren und dass wir nicht bis zum muskulären Versagen trainieren, das wissen alle fleißigen Zuhörer. Und die, die das nicht wissen oder noch nicht wissen, einfach mal meine Clips angucken zum Thema Umkehrschwung, zum Thema zentrales Nervensystem, zum Thema Atmung, Zielmuskelfokussierung und dann seid ihr schon wieder ein Stückchen weiter. Denn die beste Trainingsmethode macht nur Sinn, wenn die Trainingstechnik stimmt. Also lasst euer Ego zu Hause und achtet auf die Trainingstechnik. Was wollte ich noch sagen? Weiß nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Hab ein bisschen wenig Kohlenhydrate, ihr kennt das Spiel. Das Kurzzeitgedächtnis leidet ein bisschen drunter, aber ich bin voll da. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich habe danach bei der Supersatz-Trainingsmethode, was ich heute gemacht habe, noch den Trizeps trainiert und zwar mit SZ am Kabel, Trizeps drücken und mit Kickbacks Kurzhantel und danach habe ich noch Salam für den Bauch gemacht oder Kneeling Crunches und Beinheben in der Dipsvorrichtung. Danach habe ich noch ein bisschen meinen schwachen Rücken gewählt mit umgekehrten Rudern an der TRX-Voraussetzung bzw. zur TRX-Vorrichtung, das werde ich euch auch nochmal zeigen. Und ich habe noch meine Lieblingsübung gemacht für den Rücken, damit dieser kleine, schmale Rücken vielleicht noch ein bisschen besser wird. Klimmzüge, Obergriff, breite Variante. Das war's. Bald mehr von mir, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.